Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem wunderschönen Alanya. Ich stehe hier mit meinem Quad hier an einem Fußballstadion, ein bisschen weiter oben in Mahmudla. Und hier hinten sieht man auch, hat man auch eine ganz geile Sicht hier runter aufs Meer. Und wollte jetzt gerade nochmal dieses Video hier aufnehmen, weil mich das so wahnsinnig schockiert hat. Zwei Storys zum Thema Infrastruktur und Internet in Deutschland. Ja. Hier, wir sind ja jetzt in der Gegend, hier wird so viel gebaut. Ne? Man sieht es auch hier, plötzlich hat man hier nochmal Häuser und da Häuser und da oben wird irgendwas gebaut. Und dann, ja, wie willst du die Internetleitung hier hochlegen? Ne? Teilweise dann halt über so Überlandleitung, das hier wird auch eine Telekomleitung, so wie ich das jetzt hier sehe. Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich eher Telefonleitung. Dann werden erst die halt quasi über Land hochgelegt, dann halt irgendwie in die Erde und später wird das irgendwann mal alles in Boden gelegt, ja, Überland hat halt Vorteile, es ist einfacher halt zu verlegen, aber du hast hier nicht überall gutes Internet, jetzt gerade so auf den Bergen und so, aber es gibt hier Möglichkeit mit so Richtfunk, also mit so Parabolspiegeln, dann doch ganz gutes Internet zu kriegen. Wir hatten am Anfang ja auch über Alanyanet, das war auch so ein Richtfunkanbieter Internet hier und das waren dann 60 Mbit im Download und so 5 Mbit im Upload und damit konnte man erstmal arbeiten, ja. Damit Videos hochzuspielen, ja, das war so ein bisschen Pain in the ass, aber ich habe ja immer noch hier mein Handy und hier hast du fast überall LTE und zwar gutes LTE, also 4G und da kannst du halt schon mal so mit 30 Mbit hochladen oder auch mal mit 50 Mbit runterladen, muss man sich halt einen guten Vertrag hier besorgen, aber dann passt das schon, ja. Gibt ja auch dann noch solche mobilen Routerkarten, dann die sind auch so schnell. So, jetzt habe ich gehört, eine Freundin von mir, die ist jetzt gerade nach Mannheim in eine Kurzzeitmiete gegangen, weil sie da ein paar Monate in Mannheim sein muss. Und sie hatte ihre Vermieterin gefragt, ja, wie sieht's denn aus mit Internet und so? Nicht, dass ich das jetzt hier miete und es ist schlechtes Internet. Und sie so, ja, also laut Vodafone, so war die Antwort, hat sie mir vorhin erzählt, haben wir 50 Mbit. Und ja gut, laut Vodafone klingt schon ein bisschen komisch, aber sie haben da nichts gedacht, hat gemeint, es wird ja irgendwie so gut sein, dass es irgendwie klappt. Ja. Und jetzt hat sie ein Mbit im Upload und ein Mbit im Download und kann damit überhaupt nicht arbeiten. Die kann nicht mal eine Webseite richtig öffnen, geschweige denn WhatsApp-Nachrichten schicken oder sie arbeitet auch online. Das bedeutet, sie kann da überhaupt nicht arbeiten. Sie muss jetzt mal gucken, wie sich das klärt. Vielleicht ist auch eine Störung, aber ich hatte dann jetzt einen Freund von mir gefragt, der auch in Mannheim, Ludwigshafen wohnt und sich bei beiden auskennt. Hier wird gerade gewässert, sehr schön. Ein eigener Hausmeister, der hier alles macht, habe ich gerade ja auch gesehen. Und der hat gemeint, ja, ist bekannt dafür, dass Mannheim ganz viele Ecken hat, wo es überhaupt kein gutes Internet gibt. Ich sehe, was? Wie bitte? Das ist doch eine große Stadt. Mannheim ist ja wahrscheinlich größer als Gießen oder so. Also ist ja auch nur die Universitätsstadt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das muss doch in den Städten, muss es doch überall gutes Internet geben, ja. Also eigentlich erwarte ich da Glasfaser, ja. Und wir hatten ja auch, ich habe ja auch mal auf dem Land gewohnt und da gab es auch kein, da war ich glaube 6 Mbit war da das Maximum und ist bis heute nicht geklärt. Weil das Dorf, in dem ich da mal gewohnt hatte ein paar Jahre, das war geteilt. Die eine Seite hatte irgendwie zu einem anderen Landkreis gehört wie die andere. Das hieß dann Preußisch und Hessisch. In der Mitte lief ein Fluss durch und deswegen sind diese zwei Teile auch anders verwaltet heute noch. Und die eine Seite hatte ganz gutes Internet und die andere Seite einfach nicht. Und man hätte einfach nur so ein Kabel über den Fluss drüber legen müssen. Das haben die aber einfach nicht gemacht. Nee, nee, das geht nicht. Es ist eine andere Verwaltung und so. Also da fällt mir echt nichts mehr ein, ja. Und jetzt kommt es, wir haben ja gerade Besuch hier von Freunden in der Burgblick-Wohnung. Und die kommen aus demselben Ort, wo wir früher gewohnt haben. So. Und als sie weggegangen sind aus Deutschland, das ist ja schon fast 2,5 Jahre her, da war im Gespräch, uns Glasfaser reinzulegen in unser Haus. Und damals hatte ich das dann halt noch ein halbes Jahr vorher, also vor 3 Jahren ungefähr, gebucht. Hatte gesagt, ja, wir hätten das gerne, wollen wir bitte vormerken, dass wenn das gemacht wird, dass wir da ein bisschen günstigeren Preis kriegen. Weil ich wusste, selbst wenn wir das mal verkaufen, dann wird unser Nachfolger halt dankbar sein, dass er dann Glasfaser drin hatte. So, dann kam das schon nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Haus verkauft hatten. Aber unser Käufer hatte sich ja irgendwann gemeldet, ja, die wollen die Glasfaser reinschießen,
ob ich noch Fotos hätte von den Hausanschlüssen, wie die das reinlegen können. Ich hatte die Fotos noch, hatte sie ihm geschickt. So, guck mal hier, da war das, an der Laterne ging das da und da rein, durch das, und vielleicht können sie das Kabel da mit durch die Telekom schießen oder so. Dann müssen die kein Loch bohren, sondern einfach ausgraben, rein durchschieben und gut ist. Ne? Und dann bin ich davon ausgegangen, dass das natürlich geht, die Glasfaser jetzt. Und mein Freund, der jetzt hier ist, aus Nidda, wo ich herkomme, der hat auch Glasfaser im Keller. Ja? Und dann habe ich gefragt, wie sieht's da aus? Wie schnell hast du denn jetzt? Er so, ich habe gar keins. Die machen erstmal den ganzen Ort fertig und die haben nicht mehr die Hälfte. Und dann schließen die das erst irgendwie an eine Versorgung an, damit man das kriegt. Also es wird sich noch Jahre hinziehen. Damals, als sie uns beworben haben, haben die gesagt, ja, in einem halben Jahr haben sie 1000 Mbit Glasfaser, ja. Und das wird wahrscheinlich noch 3, 4, 5 Jahre dauern, bis es das überhaupt gibt. Also die versuchen jetzt erstmal die Kabel in die Häuser zu kriegen und dann, wenn irgendwann mal alles fertig ist, dann kommt der Rest. Also was soll das denn? Also das ist undenkbar hier, ja. Klar, hier ist immer ein bisschen wild und vielleicht auch nicht so gut und so. Dafür ist es aber schnell und wird gemacht, ja. Dann wird halt eine Leitung gelegt und dann wird halt mal was aufgebaggert und dann hast du es da. Und ich habe jetzt bei mir mittlerweile im Haus hier 2 Internetleitungen. Ich könnte sogar 3 kriegen. Ich glaube, es gibt sogar jetzt auch noch einen anderen Glasfaseranbieter, der vom Haus liegt. Ich habe Fibimnet, da habe ich eine Businessleitung, die kostet auch einiges, aber da kann ich auch bis zu 1000 Mbit hochgehen, wenn ich will. Mir reicht jetzt aber erstmal 50 Mbit im Down und Upload. Upload ist für mich wichtig für die Videos hier. Und dieses Video wird ungefähr so 5 Minuten dauern im Hochladen. Davor hatte ich dann doch so 50 Minuten eher gebraucht. Das ist für mich super. Und als zweites haben wir noch Türk Telekom. Normales Internet mit 65 Mbit im Download und im Upload halt so 9. Ja. Und das ist total wichtig. Und heute arbeiten doch alle Leute online. Unser Gäste hier, der hatte jetzt gerade erzählt, der hat gestern Abend noch in der Wohnung, da habe ich nur ein ganz kleines Internet für 5 Euro im Monat. 50 Mbit, genau ist das. Und das sind 8 Euro. Genau, die andere Wohnung, Aquaresidenz, kostet 5, das ist 8 Euro im Monat. Und der hat gestern am World of Warcraft so ein Online-Spiel da gespielt, ja. Und das ist mir halt wichtig, dass die Gäste auch hier arbeiten können, spielen können, ja. Kinder, du hast da Kinder dabei, dann wollen die doch hier auch mal ein Spiel spielen, ja. Mein Sohn geht da öfters mal rüber in die Brookpeak-Wohnung, übernachtet da mit Freunden und die spielen dann da Xbox oder halt irgendwie Computer und haben dann halt das Internet dafür, ne. Und ja, so ist es. Das ist so wichtig, ja. Und da hakt es in Deutschland immer noch, ja. Du kannst doch nicht eine Nation, also es läuft doch alles übers Internet heutzutage. Ich verstehe es nicht, ne. Und da geht es jetzt so auseinander. Unser Besuch hatte mir gerade jetzt eben nochmal erzählt, hatte gemeint, ja, und wie ist das mit Digitalisierung hier? Komisch, wahrscheinlich kommen sie irgendwie aus dem Bereich. Die einen kenne ich noch nicht so gut, die sind nur Freunde von unseren Freunden, ja. Und dann habe ich gemeint, ja, diese Digitalisierung geht hier total voran. Ich habe ja dieses E-Devlet, ich kann mir ganz viel online ziehen mit einem QR-Code drauf und so. Und ich kann meine Steuern online bezahlen und ich kann über mein Online-Banking, ohne den Betreff zu wissen, ich muss nur meine Kundennummer wissen, sage, ich will meinen Strom bezahlen, gebe meine Nummer ein, dann sieht der, so und so viel Geld schuldig da und dann kann ich mit einem Knopf einfach bezahlen, dann muss ich nichts weiter ausfüllen. Ja. Das ist ein Riesenvorteil und vorne wirkt es so altbacken und dann siehst du mal einen Bauer auf dem Esel, ja, selten, aber ja, und es sieht ein bisschen teilweise auch hier nach da, wo wir wohnen, auch ein bisschen abgeranzt aus, dann in diesen einheimischen Straßen. Aber das wird alles und die Infrastruktur geht halt. Du hast überall Wasser, du hast überall eine Kanalisation, du hast überall Strom, du hast fast überall Internet und wenn du das nicht hast, dann kannst du halt mit Richtfunk was machen, ja. Und du hast gut ausgebaute LTE für bezahlbare Preise. Also das ist der absolute Hammer, dass das hier so geht. Und ich wäre ja auch nicht hier, wenn das nicht ginge. Wenn ich hier nicht gut arbeiten könnte, übers Internet und solche Sachen hochladen kann, ja, dann würde das gar nicht gehen. Und das ist dann natürlich schlecht. Ich würde in Mannheim jetzt dann 5 Zimmer gucken, wenn ich da mal eine Firma aufmache oder wenn ich da wohnen würde.
wie ist das Internet? Und ich hatte mal eine Dokumentation über einen Makler gesehen, der in Corona-Zeiten da irgendwie so viele Häuser verkauft hat wie nie in seinem Leben zuvor. Und der hatte immer gesagt, die erste Frage, die die Leute gestellt haben, war, wie schnell ist das Internet? Wie ist der Internetanschluss? Das ist das Allerwichtigste, wenn die Leute quasi aus den Ballungsräumen irgendwo in den Häuslein ziehen, so wie was ich. Da, ja, kriege ich Internet, wie stellst du Internet, das stellst du mit deinem Handy hin, wie ist LTE, könnte ich notfalls mit dem LTE-Router hier arbeiten und so. Das ist wichtig. Und da nicht dran zu arbeiten, ist eine Schande, ja. Das ist halt einfach doof, ne. Genau, und hier ist auch schön. Also ich bin jetzt so ein bisschen Richtung Tiny House von unserem Friseur hochgefahren. Wir wohnen halt eher da so ein Stückchen runter nochmal, so 2-3 Minuten mit dem Quad. Und der Friseur, sein Tiny House, ach, das sieht man, glaube ich, sogar. Das ist da irgendwo, ja, da müsste das sein, daneben, ja, da ist das. Das ist hier genau, bin ich genau in der Mitte. Und gibt Schlimmeres, als hier in den Bergen zu Fußball zu spielen. Also finde ich total geil. Und die Türken sind ja auch so Fußballfans, die Deutschen ja auch. Echt cool, ja. Und ja, also, dann liebe Grüße. War mir wichtig, das mal loszuwerden. Also das finde ich so eine der wichtigsten Sachen, an denen man arbeiten müsste, neben noch kaputten Straßen. Ja, hier sind die Straßen auch kaputt, aber wenn was wirklich zu kaputt ist, dann kommen die am nächsten Tag mit ihren eigenen Arbeitern von der eigenen Gemeinde und reparieren das dann. Ja, und das ist halt dieses Problem mit diesen Ausschreibungen bei unseren Gemeinden, dass das halt immer über Subfirmen läuft. Ne? Die haben ja ihre eigenen Bagger, ihre eigenen Betonmischer, obwohl die werden noch dazu gemietet, aber die haben ihre eigenen Arbeiter. Und dann können die sagen, hey, der Mustafa hat angerufen, der kommt nicht mehr aus seinem Hof, ist total kaputt, der letzte Regen hat die Straße kaputt gemacht. Dann sind die am nächsten Morgen da und reparieren das. Und dann ist es nicht perfekt, aber es ist wenigstens repariert. Man kann die Straße wieder 1-2 Jahre benutzen, ohne dass es Probleme gibt. Ne? Aber guckt euch das mal an hier mit den Bananenplantagen hier in den Bergen. Also super. Also ich liebe das hier einfach, ne? Super cool.